wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Tag 12. Wir sind schon auf den Westmännerinseln und was wir hier sehen, folgt jetzt. Auf geht's! Ivi, gehen wir jetzt hin? Zum Elephant Rock. Nein. Aufregend, nicht wahr? Wir gehen jetzt in das Eltheimer Museum für Vulkanologie. Und die Ivi erzählt euch jetzt, was hier passiert ist. Das Eltheimer Museum hier auf den Westmännerinseln ist errichtet worden, weil 1973 hier ein großer Vulkan mitten in der Nacht ausgebrochen ist und ganze 5300 Menschen, die auf der Insel gelebt haben. 200 Männer sind hier geblieben, um den Vulkan quasi umzuleiten und haben es geschafft, mit Meerwasser das Ganze runterzukühlen und umzuleiten, sodass nicht so viel zerstört worden ist. Aber trotzdem sind 400 Häuser dabei komplett zerstört worden. Und hier im Museum zeigen die, wie es damals ausgesehen hat, beziehungsweise haben Bruchstücke davon erhalten. Und das gucken wir uns jetzt an, bevor wir gleich selber hoch zum Vulkan gehen. Also, auf geht's! Wir haben jetzt so schicke Audio-Guides bekommen und das Museum wurde beziehungsweise über das Haus gebaut von einer Familie, die direkt unterhalb des Vulkans gelebt haben. Und ja, die Eindrücke sind einfach der Wahnsinn, wie dieses Haus halt einfach zerstört wurde und nachher dann unter einer 15 Meter dicken Vulkanascheschicht lag, die dann nachher Stück für Stück abgetragen haben und dann dementsprechend hier das Museum drüber gebaut haben. Wir sind jetzt wieder aus dem Museum draußen. Es war eine echt coole Ausstellung, haben die echt super gemacht. Man bekommt auch direkt einen Audioguide, der einen da super durchführt. Und ja, das ist erstmal beeindruckend, was so eine Naturkatastrophe ausmacht. Und vor allem so ein Mahnmal hier hinzustellen, ist schon sehr viel wert. Vor allem halt auch für die Menschen, die hier leben und gelebt haben, die dann halt hier auch an diesen Ort zurückkommen können und nochmal auch an die Menschen denken können, die vielleicht nicht mehr sind und die vielleicht nicht mehr dieses Bauwerk betrachten können. Vor allem der Vater bzw. der Mann, der hier in diesem Haus gelebt hat, ist 1999 schon verstorben und das Haus haben die erst ab 2004 wieder ausgegraben. Und als die Frau in dieses Haus zurückgekehrt ist, war ihr Mann halt leider schon verstorben und sie hat sich tatsächlich die Türklinke mitgenommen, weil sie sagt, das ist das Letzte, was mein Mann hier damals berührt hat, bevor wir unser Haus verlassen mussten. Und das fanden wir sehr beeindruckend. Und diese Information nehmen wir jetzt mit auf den Vulkan und gucken uns die ganze Insel von oben an. Also, auf geht's!
da wir jetzt ein bisschen weiter runtergegangen sind, ist hier weniger Wind. Und somit können wir das nochmal neu machen. Wir waren gerade eben oben auf der Spitze des Eisberges, um den Witz nochmal zu wiederholen. Nee, wir sind auf dem Vulkan gewesen und oder sind immer noch auf dem Vulkan und konnten uns ein Bild machen von der ganzen Eruption bis wohin, die wirklich dann ausgelaufen ist, die ganze Lava und halt auch wirklich bis zu den ganzen Gebäuden. Und es ist einfach atemberaubend, so einen Ausblick heute genießen zu dürfen. Bei dem tollen Wetter. Bei dem fantastischen Wetter mit Sonne. Ja. Kein Regen, so wie gestern. Also Island kann auch anders. Hier rechts ist der Schlund des Vulkans. Und da, das ist komplett alles neu dazugekommen. So wie weiter rechts, was ihr auf dem Drohnenvideo gesehen habt. Und ja, hier hinter ist jetzt quasi dann die Stadt, bis wohin dann auch die Lava gelaufen ist. Also es ist auf jeden Fall für die Menschen, die hier gelebt haben und in der Nacht, in Nacht- und Nebelaktion hier die Häuser verlassen haben, muss es ein unbeschreibliches Gefühl gewesen sein von ja, Trauer, Angst, weil die Gewissheit auf jeden Fall hatten, dass die ihre Häuser teilweise nicht wiedersehen. Und großen Respekt an die Menschen, die hier geblieben sind, um halt auch die Tiere zu retten, die hier noch waren, beziehungsweise die haben sie nicht wirklich gerettet, sondern zusammengetrieben und leider erschießen müssen. Aber sie haben halt denen einen Gefallen getan, dass sie halt nicht hier alleine gelassen wurden und verhungert sind. Und hier unten seht ihr jetzt, da ist das Museum. Und das ist wirklich nah am Vulkan und schon sehr beeindruckend. Was auch nochmal wirklich sehr interessant war, war, dass der Vulkanausbruch nachts, so gegen Mitternacht stattfand, also anfing. Und dass die ganzen Menschen, das waren zu dem Zeitpunkt 5300, bis zum Sonnenaufgang alle evakuiert worden sind. Und keiner wurde zurückgelassen, der hier nicht helfen wollte. Also auch wirklich eine große Leistung, ja, in den 70ern. Leistung, ja, dass alle Menschen sicher hier weggeholt worden sind innerhalb von, ich sage mal, circa 5 Stunden. Ja, also die hatten auf jeden Fall auch vorhin noch in dem Audio-Guide gesagt, dass die einen ganz großen Schutzengel hatten, denn einen Tag vorher gab es ein großes Unwetter und deswegen waren alle Fischerboote noch hier im Hafen und demnach konnten so schnell alle Leute evakuiert und weggebracht werden nach Reykjavik, wo teilweise auch welche noch ja dann umgezogen sind direkt hinten beziehungsweise halt auch ins Inland von Island selber, aber dann einige auch dann wieder auf die Insel hier wieder zurückgekehrt sind, um wieder mit aufzubauen und hier zu leben. Hier seht ihr den Friedhof der Insel, der damals tatsächlich komplett per Hand ausgegraben wurde von den ganzen Inselbewohnern, damit hier auch ja, kein Verstorbener in Einzelteilen wieder hochgeholt wird. Da hinten das Tor, was ihr vielleicht sehen könnt, war eins der ersten Dinge, die ausgegraben worden sind. Wir sind wieder auf Island angekommen und lassen den Abend jetzt bei Freunden auch noch ausklingen. Und ja, wir hatten einen wundervollen Ausflug auf die Westminster Islands und haben einiges erlebt, gesehen und ich hoffe, dir gefällt dieses Video. Wenn du nichts mehr verpassen willst, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, schreib unten in die Kommentare, was dir am besten gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns morgen an Tag 13. 13! Mal sehen, was wir da erleben und entdecken von Island. Und tschüss!